Wie beim GRK geht es dem Cup-Finalisten gut, denn Walter Schachner ist fit und hat dem Trainer seinen Einsatz angeboten. Wenn er mich heute bringt, ist es sicher auch gleich ein Test und ein bisschen ein Gefühl, wieder ins Spiel zu finden, denn es sind immerhin fast 3 Wochen, dass ich nicht spiele. Trainer Mikovic beginnt aber ohne Schachner mit 2 jungen Stürmern und der GRK beginnt mit viel Druck sehr offensiv und bereits in der 3. Minute bringt Damir Muschek den GRK mit 1:0 in Führung. Das ist auch der Stand zur Pause und unmittelbar nach Seitenwechsel werden die Donauwitzer wieder kalt erwischt. Eine weite Flanke auf Hansa, seinen Schuss kann Krenn noch abwehren und das ist das 2:0 in der 46. Minute. Der GRK bis dahin in allen Belangen besser, spielt schnell und aggressiv und aus dieser Kombination von Hansa und Herbert Wieger fällt die frühe Vorentscheidung in diesem Spiel. Unmittelbar nach dem 2:0 kommt Walter Schachner ins Spiel, wohl aber eher um Spielpraxis zu sammeln, als dem Spiel noch eine Wende zu geben. Denn die Donauwitzer, und das ist in vielen Szenen zu sehen, spielen nicht mit letzter Konsequenz. In der 2. Spielhälfte eine einzige Tormöglichkeit, ein Schuss von Walter Schachner über das Tor. Den Donauwitzern fehlten heute allerdings 3 weitere Schlüsselspieler, die am Montag mit dabei sein werden. Und vor allem die Abwehr zeigte heute viele Lücken. So flog noch 2 weitere Stangenschüsse. Und die Fans feiern nach dem Schlusspfiff einen weiteren großen Schritt in Richtung 1. Division. Die Donauwitzer werden sich bis zum Montag. Sie haben heute im Prinzip ja, in der ersten Halbzeit eine Torschance gehabt, aber überhaupt nichts zum Spiel beigetragen. Sie haben nur im Ball noch vorgeschossen und ich glaube, wenn sie so spielen wie heute, haben sie keine Chance. Aber Cup-Spiele und Cup-Finale sind ganz eigene Regeln und ich glaube, wenn sie sich mehr anstrengen und mehr Einsatz zeigen und mehr Biss und Willen zeigen, dann haben sie vielleicht theoretische Chancen. Natürlich im Hinterkopf spielt das Spiel am Montag sicher eine Rolle. Ich glaube, wir können keinen Spieler einen Vorwurf machen, dass hier irgendwas manipuliert wurde. Es wurde einfach normal gespielt und der frühe Führungstreffer für GRK hat vielleicht das Spiel heute schon entschieden. Sturm Graz, der steirische Verein mit Chancen auf den Meistertitel in der 1. Division, spielt morgen in der Südstadt gegen Admira Wacker. Dieses Spiel